Hallo und herzlich willkommen in den letzten Stunden unserer Existenz. Denn bald jetzt schon... Jetzt sei mal nicht so schwarzmalerisch hier, bitte. Ich bin nur realistisch, Tobi. 21 Minuten, bis das hier fertig ist. Oh Gott. Uns fliegt die Zeit davon. Und alleine bis die Steine hier eingeschmolzen sind, das dauert halt auch Ewigkeiten. Ich dachte, wir haben mehr als genug. Wenn wir den Rest des Hauses... Also wir müssen nur den Blutmond jetzt überleben, dann können wir den Rest des Hauses gemütlich aufbauen. Aber wir müssen den natürlich erstmal überstehen. EZ, das schaffen wir. EZ. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Ich baue den Rest des Hauses oben mal aus Holz. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Tobias, ich weiß es einfach nicht. Ja gut, aber die werden sich doch kaum hochstapeln, oder? Naja, hier haben die natürlich auch was eingerissen und konnten dann oben natürlich das Holz ganz gemütlich alles wegreißen. Wäre natürlich schöner, wenn es nicht so wäre, aber ich glaube, wir kriegen es halt anders eh nicht gewuppt. Wenn wir mal ehrlich sind. So, zwei Rampen haben wir noch. Rampen könnten wir vielleicht auch noch andere mal machen. Stahl. Rampen wäre schön, wenn wir eins... Ich glaube, wir brauchen 6 Stück insgesamt, also brauchen wir noch 4. Stahlgerüst, Rampe. Damit die sich unten nicht durchgraben können. So, das wäre schon mal prima. 4 und hier haben wir noch 2. Oder geht es nur 2 nach oben? Ich glaube, es geht nur 2 nach oben. Dann haben wir 2 übrig, ist auch egal. So, Pilz habe ich gepflanzt, ne? Ja, habe ich gepflanzt. Das ist auch sehr wichtig. Sehr gut. Ja. Ich will ja nicht, dass du sauer wirst, wenn ich die Feldarbeit vernachlässige. Gut. Gut. Ja, die Zuschauer werden auch sauer dann. Buana, bist du glücklich? Feld fertig. Bist du glücklich, Buana? Tobi, der alte Treiber. So, Was denn? Ich habe eine riesen Höhle gebuddelt und der Sand geht gerade hier runter. Voll geil. Oh nein, oh geil, das ist ja cool. Also funktioniert's. Ja, aber mein Fahrrad steht da oben jetzt. Irgendwie. Ja gut, du sollst nicht unter deinem Fahrrad buddeln. Ich wusste nicht, dass die komplette Höhle einkracht, Mann. Ja, aber das war doch der Plan. Dachte ich. Ich habe doch keinen Plan. Also bitte. Ach so. So. Hier könnte man noch einen normalen Block hinbauen, damit die hier auch schön rauskommen. So. Ach, cool. Wir brauchen wirklich 3. Okay. So, okay. Dann hui, kommen die da so nach oben. Geschlurft. Brauchen die eigentlich bei so Steigungen auch länger? Weil man selber... Also wir brauchen ja bei Steigungen sehr lang, bis wir nach oben gehen. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Treppen gehen die relativ schnell hoch, ne? Okay. Hab gedacht, vielleicht brauchen die genauso lange wie wir. Und dann könnte man natürlich auch ein Haus machen mit einer riesigen Steigung, dass sie erst nach oben gehen müssen. Mir fallen hier tausend Sachen ein. Ja, mir fallen hier tausend Sachen ein, die man ausprobieren kann. So. Wäre schön, wenn man jetzt hier noch so einen Rand aus Zement machen könnte. Das würde noch besser gefestigt aussehen, aber das machen wir später, sobald wir das ganze Haus umgebaut haben. Aber es wird ja nur hinten umgebaut, oder? Nee, es wird hier vorne umgebaut. Ja, okay. Aber das machen wir später alles. Ich hoffe, der Zement hat genug Zeit zum Trocknen dann auch. Der braucht muss der trocken sein? Ja, wahrscheinlich. Ja, der braucht ein bisschen, bis er trocken ist. Hier würde ich trotzdem gerne noch die Dinger vorsetzen. Ich glaube, darunter brauchen wir nicht zwingend Zement, ne? Aber wäre schön, wenn die Dinger aus Zement wären. Damit die nicht kaputt gehen. Oder wie ist das mit den Selbstschussanlagen? Brauchen die Platz oder... Sind die denn da auf der gleichen Höhe? Ich weiß es halt nicht. So.
So, zack. Ich geh doch einmal darüber. So. Schlampiger Bau, wenn da drunter kein Zement ist, aber dann ist es halt ein schlampiger Bau. Es weiß ja keiner außer uns. Oder wahrscheinlich kracht das Gebäude zusammen. Ja, und es bleiben nur die Dinger stehen, wo kein Zement ist. So, okay. Hier fehlt noch eine Stahltür. Da müssen wir mal. Wir müssen wirklich gucken, wie wir das mit den Stahltüren machen. Die brauchen wir auch noch, ne? Mhm. Theoretisch kann man sogar mehrere hintereinander machen. Und lässt zwei offen. Sobald die durch die eine Tür brechen, schließt man die andere. Oder jemand muss die schließen, der andere kann ja weiter ballern durch die komischen Gitterschächte. Was brauchen wir für die Gitter eigentlich? Ich habe die gar nicht gefunden, Freunde. Ich habe keinen Plan. Ich guck mal nach Stahl. Heißen die Stahl? Oh, wir hätten vorhin gucken sollen, wie die heißen, als wir beim Dingens waren. Was denn? Ganz komische Dinge, die hier manchmal passieren. Okay, sind das Eisengitter oder was? Eisenleiter? Schwarzes Eisengeländer vielleicht? Nee. Schmiedeeisenzaun, Eisenstangen wird es wohl sein, oder? Durch Eisenstangen kannst du hindurchsehen und schießen. Sie bieten auch ganz guten Schutz. Eisenstangen. Ich glaube, die sind das. Eisenstangen mittig, was immer das heißt. Eisenschreibtisch. Okay. Ja. Schmiedeeisenzaun, ein Geländer ist sehr nützlich, um nicht von hochgelegenen Orten zu fallen. Ja. Eisenstangen brauchen 100 Iron. Ich glaube, es hackt. Wah. Ja, ich glaube, es hackt Matt. So. Boah, jetzt Matt brüch. Holz, ja. Ich mach mal 100 hiervon. So. Gut. Ab hier an dann Holz. In der Hoffnung, dass das eine gute Idee ist, weil wir haben ja von draußen eine Dreierhöhe, drin haben wir eine Zweierhöhe. Ich hoffe, das klappt alles. Und dann hätten wir hier quasi Nischen drin, wo die eh nicht hinkommen. So. Lalalala. Schwänze, Schwänze. Was? Ey, was spielst du denn da schon wieder ab? Tobi, was? Tobi, was? Was hast du da gerade abgespielt? Ich glaube, du hast gerade ein Gerücht bestätigt. Nee. Ich habe aber nur Schwänze gesungen. Ja, ja, weil das dein Lieblingslied ist offenbar. Denn immer, wenn ich bei dir ins Stream gucke, dann singst du gerade Karaoke dazu. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, woher ist dieses Tradition Lied? Erkennst du das nicht? Nein. Jetzt fand ich gerade runter vor Freude. Das von IT Crowd. Nee, ich kenne das nicht. Ich hab auch geguckt bei YouTube, ich habe das nicht gefunden. Ja, das ist von IT Crowd und zwar die Folge heißt Der Betriebsausflug. Da gehen sie in ein Musical namens Gay. A Gay Musical. Was? Und da werden immer: Halt meine Hand. Nein, das ist nicht meine Hand. So, also, what the fuck? Ja, das ist sehr witzig. So, ist eine sehr schöne Folge auch. Warte mal, was soll ich hier machen? Genau, ich wollte hier, damit die da nicht drankommen oder rüberkommen. Oh, es wird ein bisschen. Oh, ich kann das schon von hier unten machen. Irgendwann machen wir das alles aus Beton hier. Beton. So, Beton. Ich bin auch dafür, dass wir auch einen Betonweg machen. Einfach nur so, weil wir es können? Ja, natürlich. Eine Betonstraße, wo wir mit dem Fahrrad langfahren können einfach. Wir heben einfach quer über die Map eine Straße aus und da können wir mit dem Fahrrad da ganz gemütlich langfahren. So wie das Spiel von den Entwicklern auch gemeint war. Ja, finde ich gut. Da bauen wir uns noch beide unsere eigenen Apartments. Richtig, das finde ich gut. Mit Pool. Ne?
Das ist nice, das gefällt mir. So. Das dauert auch lange irgendwie, ne? Länger als ich dachte. Was machst du? Home. Was? Achso, okay. Also ich baue hier oben mit Holz weiter, weil in der Hoffnung, dass die Zombies gar nicht erst da hinkommen. Ja. Wahrscheinlich ist die Hoffnung vergebens, aber... Das könnte gut sein. Ich nenne es einfach Sieg der Hoffnung über die Erfahrung. Ölschiefer, ne? Haben wir doch auch irgendwo in der Kiste, ne? Ach, ja, 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 ja. Oh, Erich, ich bin auch lehmige Erde mit. Hä? Wo hast du denn die gefunden? Ja, einfach so. Hä? Ganz ehrlich, dann brauchen wir auch keinen Messbecher mehr, wenn wir die jetzt haben. Auf wieder dran zu erinnern! Entschuldigung. So. Ich war jetzt tot und habe aber plötzlich irgendwie nicht mehr alle... Ach, weil ich hier diese Scheiße... Passen im Schrank. Ist. Was? Ja. Arschloch. Ich hab... Ach, da weil ich dieses Totending da habe, den man sagt, dass man nicht so oft sterben soll. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße hier. Von Sunny! Ja. Schön. Sunny, Alter. 5000 Mark! Oder so, weiß ich nicht mehr, wie viel das war. So. Schwarzen Bildschirm habe ich. Schwarzen Bildschirm! Der arme Mitarbeiter. Das habe ich mir früher, weiß ich noch, habe ich mir die Giga-F-Tasten immer runtergeladen. Oh, wo man sich dann irgendwas drauflegen konnte, so Soundeffekte. Ja, Mann. Ja, das ist cool. Das haben wir uns mal damals in der Ausbildung selber programmiert. Einfach, weil es cool war. Oh, Mensch. Und heute wünsche ich, ich wüsste noch mal, wie das geht. Das ist wahrscheinlich irgendwas Komplexes bei Windows heutzutage. Nee, ich glaube, das geht. Mit Visual Basic machst du wahrscheinlich irgendeinen Rotz dahin und dann passt das. Aber, ah, naja. So, la, 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 la. Oh, Alter, das dauert aber doch ganz schön lange. Nimm das doch mal mit da jetzt, Junge, mach mich doch nicht fertig. Mach mich doch nicht fertig. Was willst du von mir? Ach, Werkbank, okay. Ja. Ich frage mich, ob sich ein Fluchtweg überhaupt lohnt oder ob die dann viel schneller sind. Hä? Was denn? Als ob ihr... Ob. Ich frage mich, wenn man in der Erde sitzt, ne, wenn man sich in der Erde verschanzt und die sind irgendwie oben, ob die sich dann auch runtergraben oder also durchgraben würden zu einem. Wahrscheinlich ja. Und irgendwie wäre es cool. Ich könnte mir vorstellen, dass die das sogar tun würden, ja. So, das Holz hier wird sowieso keinen Schutz bieten. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt so weit aufwerte. Wie viel Holz habe ich noch? 8000, okay. Huch. So, la, 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 la. Ich glaube, das unterste Holz würde ich vielleicht noch mit Eisen verstärken. Und dann oben halt das normale Holz weiternehmen. Obwohl ich früher oder später alles gerne mit Zement ersetzen würde. Und dann früher oder später alles mit Stahl auskleiden. So. Du, 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 du. Ha, Tobi, was ist dir denn mal wieder so in deinem Leben passiert? Hm? Hast du Advanced Engineering geskillt? Das weiß ich nicht. Advanced habe ich 3 von 5, ja. Ich habe auch nur 3 von 5. Ja, dann mach doch mal weiter, Tobi. Ach, wobei, warte mal, ich bin gerade hier wieder mit dieser Scheiße da belegt. Vielleicht ist das gleich rum. Der Tobi ist wieder einmal mit Scheiße belegt. So. Puh, das kann er halt
Alter, bist wolkig, wa? Das kann echt heiter werden, Tobi. Was haben wir uns nur gedacht? Ja. Die können ja eh nicht zwei hochspringen, ne? Und die Wände sind ja eigentlich aus Stein. Das heißt, die müssten sich durch den Zement arbeiten, da unten, um überhaupt so hoch zu kommen. Das ist möglicherweise richtig. Am besten wäre es einfach, man sitzt wirklich irgendwo oben drauf, auf dem Baum oder sonst irgendwas, was sie nicht umreißen können. Ohne Wände, ohne irgendwas, hoch genug, dass die Spucker einen nicht kriegen. Und hat einen Sniper dabei. Und Brote. Ja, ist wieder ein Typ, den ich in dem Video mal gesehen habe. Hm? Der hat ja auch so ein Baumhaus gebaut. Ein. Und dann einfach mit der Sniper runtergeschossen. Wie? Wie genau war das Baumhaus denn strukturiert? Das war kein groß ausgearbeitetes Baumhaus. Das war einfach nur so ein Viereck mit Wänden dran aus Holz. Aus Holz? Ja. Und das. Wie hat das funktioniert, das Baumhaus? Ja, das ist das Ding. Ich weiß halt nicht, in welcher Version das war, ne? Ob die Zombies da auch schon so. Ob die Zombies da noch dumm waren? Ich habe keine Ahnung. Aber ein Baumhaus muss ja an irgendwas befestigt gewesen sein. Ich glaube, der hat das in den Baum reingebaut, aber frag mich nicht, wie er das gemacht hat. Aber das geht? Weil normalerweise braucht ein Haus doch eine Stütze von irgendwo. Ich weiß halt nicht, ob die mittlerweile die Zombies die Bäume halt kaputt prügeln, ne? Ja, wahrscheinlich ja. Sonst wär's ja einfach. Moin! Hey! Guck mal, hier, dann kann man hier oben stehen, von hier oben schon mal runterschießen. Ja. Verstehst du? Finde ich gut, ja. Und wenn man unten durchläuft, also das hier, ich glaube, das kann ich gleich ganz zumachen, das wäre dann quasi so der. Das obere Stockwerk, von wo aus man hier in der Mitte runterschießt. Ja. So halt. Wäre schöner, wenn sie was mit Zement hinkriegen würden, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, oder? Aber können die nicht. Die können nicht nach oben dann schlagen, oder? Von da unten? Probier mal. Ja gut, also ich treffe das Holz auf jeden Fall jetzt. Aber die Zombies? Aber warum sollten die das Holz da oben treffen? Die können doch eh nicht hochspringen. Selbst wenn die das Holz kaputt machen, können die doch nicht da hochspringen. Ja, das nicht, aber wäre halt schade, wenn das kaputt geht, ne? Ja, Holz kannst du ja schneller setzen, das ist ja egal. Ja, das stimmt natürlich. So, okay, ich mach nochmal. Hauptsächlich nachher Holz ein Holzblock an. Weg, das ganze Ding stützt ein. Wahrscheinlich genau so. Voll sinnfrei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, dann mache ich hier mal dicht. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Das ist leider sogar richtig. Ich hätte echt gern so ein bisschen Sandbox-mäßig, dass man irgendwie Bauten testet. Und dann aber Zombies drauf loslassen kann. Das wäre halt echt cool. Das stimmt. Das wäre noch ein sehr geiler Game-Mode eigentlich für das Spiel. Find ich. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Dach drum machen, weil ich glaube, Geier werden auch angreifen. Und Hunde. Die sind natürlich auch alle dabei. Bei Hunden mache ich mir weniger Sorgen, aber was macht man denn gegen Geier, wenn die von oben kommen? Essen. Das würde natürlich auch gehen. So. Ich hoffe, die Steine. Das komische Near-Death-Trauma, ey, das geht mir gerade voll aufs Ei. Hä, macht das irgendwas? Hat das Auswirkungen? Ja, ne? Das lauert deine kompletten Fähigkeiten. Oh, okay. Unsere Attribute. Das ist gerade richtig nervig. Ich glaube, mir das 15 Minuten. Das ist viel zu übertrieben. Oh, toll. Ja. Rasch dich aus. Ich rasch gleich komplett aus. You are my sunshine, my only sunshine. Boah, das dauert auch wieder. Das ist fast so spannend wie Graben.
Seven Days to Die, der Balkensimulator. So. Ach, wir sind ja noch gar nicht Level 100. Wir können ja noch gar nicht. Oh, wir können aber keine Turrets machen. Scheiße. Was? Nee. Ab Level 100? Ja. Was? Ja. Aber dann ist das ganze Konzept ja für den Arsch. Obwohl nicht ganz, weil wir machen ja Gitter durch und schießen dann selber. Aber die hätten uns doch so viel Arbeit abgenommen. Eventuell, wahrscheinlich, vielleicht. Wahrscheinlich also nicht, Strom weil die Strom braucht hätten... man schon mal nicht. Da habe ich mich schon informiert. Strom braucht man nicht. Ah, das ist perfekt. Gott sei Dank. Weil ich dachte gerade, ich weiß gar nicht, wie viel die da... Aber wir brauchen wahrscheinlich unendlich Munition für die Dinger. Ja. Aber wahrscheinlich lohnt... Es wird sich wahrscheinlich trotzdem lohnen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich hoffe, das ganze Eisen hier nicht... Warte mal. Hm? Ich gucke nochmal, was da für eine Muni rein muss. Und woraus man die macht am besten auch. Ich habe alle Sachen, die man dafür braucht. Ich habe auch den Motion Sensor, habe ich auch schon, aber Level 100 kannst du erst Advanced Engineering 10 machen, also 5 machen. Ja. Ich hab sonst alle dafür. Hab das alle schon im Inventar gehabt. Ah, verdammt. Es wäre so gut gewesen und wir brauchen ja auch nur 50 davon. Na. Weil die nicht mehr teuer sind. Das geht eigentlich. Okay, aber die Munition wahrscheinlich ist, oder? Da muss ich leisten. Gucke ich jetzt gerade nach. 9mm Patrone. Geschossspitzen, Schießpulver, Patronenhülsen. Geschossspitzen. Braucht man Blei und Clay? Oh, gut, Clay wird natürlich eng. Aber ja, Blei ist schwierig eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, weil Blei kriegen wir nicht einfach so. Nicht so einfach. Für Schießpulver brauchen wir. Ach, raten wir uns, wenn wir nicht für den Schießpulver Dings brauchen. Ein Chemietisch! Ja. Den wir nie kriegen werden. Nie. Das fuckt halt ab. Kannst du das nicht irgendwie droppen oder sowas? Ganz ehrlich, das nervt mich halt echt. Ja, vor allen Dingen ist es mega sinnlos, einfach nur. Und Patronenhülsen. Glay und Messing. Also die Sachen, die man halt. Also Blei und Messing sind halt die Sachen, die man wirklich. Ja, die man nur einschmelzen kann aus irgendwelchen Sachen, die man findet in Häusern. Ja, ich glaube ja. Blei kann man so sonst nicht machen, ne? Nee. Boah. Warum kann man die nicht aus Eisen machen? Ja, das ist zu weich. Aber doch, warte mal, es gibt Steel Armor. Warte mal. Aber so. Kann man die hier auch reinpacken? So sieht's dann hier aus. Okay, dann brauche ich die Stahlgerüste ja nicht. Kann ich wieder aufheben. Dann sind die mega sinnlos. Gut, dann haben wir also Schießscharten, aber noch keine Turret-Starten. Wir können ja später upgraden. So. Ja, aus Clay und Eisen ja. Kann man Stahl... Patronenhülsen quasi machen. Bräuchten halt immer noch Schießpulver. Okay, ja, das ist aber... Ja, gut, das ist... Schießpulver macht man aus diesen Nitradoten. Genau. Huch. Hä? Was war das jetzt schon wieder? Wenn mitten im Sprung plötzlich alles freest und dann geht's weiter und du droppst einfach aus der Luft nach unten. Das ist gut, wenn das beim Abgrund passiert oder so. Hey, Spiel. What is wrong with you? So. Dumm, dumm. Dumm. Geier greifen erst an, wenn man draußen ist, ne? Die greifen ja keine Häuser an, soweit ich weiß. Ich hoffe nicht. Also, das sind Arschlochgeier, ne? Denk dran. Ja, aber ich hätte es noch nie gesehen, dass das irgendwie so der Fall wäre. Was wir auch brauchen könnten? Mhm. Holz. Holz! Ja, da werde ich dann wohl bald einmal die Plantage zerstören. Holz, ja, das ist fei gut, dass wir die haben. Aber vorher. Ja. Muss ich gleich nochmal hin. Aufs Tür? Nee, das. Gut, das auch, aber nein. Okay. Ich werde in der nächsten
Folge. Ah, dann schlage ich erstmal Holz. In der nächsten Folge werde ich. Jetzt kommt. Zu diesem netten Dude fahren, der uns damals rausgeschmissen hat. Ja. Kannst du dich noch an den erinnern? Ja, natürlich. Arschloch, ja. Weiß ich noch. Und ich werde versuchen und schauen, ob man vielleicht bei dem ein Becherglas kaufen kann. Oder zwei. Oh, das ist übrigens eine echt gute Idee. Ja. Nimm die Jetons mit, ne? Ja, hab ich. Okay, super. So, okay, ja, ich muss dann, ich gehe dann schon mal mit der Axt ins Weltle, glaube ich. Das mit dem Zement, ich hoffe, das klappt alles noch. Die wichtigsten Sachen haben wir einzementiert. Gut, das machen können wir dann schon, aber ob das halt noch alles hinhaut, das ist die andere Frage. Vor allen Dingen, ob der auch fest wird, pünktlich. Aber es nimmt langsam Form an. So, ich spiele mal Klavier. Oh, nice. Lange nicht mehr gemacht. Ne? Okay, dann, was ich mal mache gerade. Ah, danke dir, Tobi. Das ist. Timber! Hab ich noch gesagt, wenn du dazwischen läufst, kann ich nichts für. Ja, schon mal, meine Schuld, tut mir leid. Bin aber zu doof. Bin aber so ein Schussel. Ach, Erik, Mensch. Hm? Hier im Haus ist es auf einmal so dunkel immer. Ach, du hast ja zugebaut, glaube ich, wieder, ne? Ja. Ah, deswegen. So, ich dachte, sieht das Haus also, ein bisschen. So sieht das Haus also intakt aus. Mach's lieber wieder kaputt. So ungewohnt. Irritiert mich voll. So, zack, einmal hier nach oben. Zement, wie sieht's denn aus? Zementrichter. 347 ist auch nicht so das Wahre vom. Oh, wir kriegen das auf jeden Fall nicht mehr ausgebaut. Weil das jetzt echt alles lange dauern wird hier. 1300 sind hier noch, aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Holz macht der Tobi gerade. Heidelbeeren packe ich mal hier rein. Chrysanthemum packe ich mal da rein. Juckafrucht brauche ich auch nicht. 48 Erde behalte ich mal auf Teich. Was wollte ich denn holen? Oh, ich bin völlig verdattert. Was wollte ich gerade holen? Tobi, was wollte ich gerade holen? Zement? Ich weiß es nicht. Holz? Zement habe ich jetzt geholt, ja. Aber irgendwas anderes wollte ich noch. Ich weiß aber nicht mehr was. Oh, hier sind noch 48 Holz drin. Da lege ich mal einen Scheit nach. Der wird alles ändern. So. 4000 Steine schmelzen noch ein, aber das dauert Ewigkeiten. Na gut, das sind 4000 noch was Sekunden, ne? Der macht einen Stein pro Sekunde. Nee, pro Stein braucht der, oder? 5 Sekunden pro? 5 Sekunden pro ein Stein. Echt doch so viel? Ja. Puh. Ja, das wird ein bisschen knapselig. Und dann muss er noch Zement draus machen. Alleine die 245 brauchen gerade 3 Minuten 33. Und dann muss er aus dem Zement noch Beton machen. Oh. Ja. Yeah. Das wird knapp. Meinst du? Bin mir nicht sicher. Naja, hier kommen 227. Wir nehmen einfach, was wir kriegen können. Und da muss der Zement noch trocknen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Gemein, wie das Spiel ist. Uncool. Naja. So, hast du schon Holz? Ja. Dann klau ich. Ich wollte Eisen holen, glaube ich auch. Ach ja, ich weiß, was ich machen wollte. Ja. Eine Sekunde. So. Jetzt geht es, Mesh. Jetzt geht's los, Toby. Jetzt geht's los. So, die Eisengitter brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Oder vielleicht können. Aber ich glaube, die Fettzombies können ihre Kacke da auch durchspritzen, ne? Wahrscheinlich. Was denn? Wahrscheinlich ja. Ich wollte Eisen holen. 1000 werden reichen. Und dann brauche ich noch, wie heißt das? Wie hieß das nochmal? Eisenstangen. Oh, Clay brauche ich. Oh, Clay. 20 Clay, Tobi. Darf ich ein bisschen Clay aus der Kiste nehmen? Brauchst du den noch? Nein.
Das bleibt da drinne. Ah, gut. Dann ist es eben so. Ah, nee, es ist Zaun. Zaun wollte ich gar nicht. Holzrahmen, den nehme ich mit. 18 Holzrahmen sind noch drin. Dann kommen die mal einer guten Verwendung zugute. Muss ich das hier machen? Ah, ich muss das hier machen. Alles klar. Ganz kurz, wir sind bei 31 Minuten. Okay, warte ganz kurz. Eisen. Ich will es nämlich nicht vergessen in der nächsten Folge. Eisenstangen. Was heißt denn Eisenstangen mittig? Ich habe keine Ahnung. Muss man die einzeln machen? Ich gibt's Eisenstangen und es gibt Eisenstangen mittig, aber die haben beide den gleichen, das gleiche Icon. Ich müsste das mal ausprobieren, beide. Ich fertige die. Ich fertige die und dann teste ich beide mal aus. Und dann dauert es 10 Jahre, bis ich die rausgerissen habe. Okay. ja, Tobi, würde ich sagen, nächste Folge und dann sind die Eisengitter bestimmt schon fertig. Ja, cool. Freue ich mich. Alles klar. Ja, ich auch. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh Gott, es geht bald los, Tobi, es geht bald los. Tschüss.